Ich würde jetzt mal, weiß ich nicht, so ein bisschen am Tower vielleicht anfangen, oder? Oder willst du irgendwo noch rumrennen? Drüben hab schon eine Quest. Wo? Warte. Ich sehe deine Quest nicht. Jetzt hab ich geteilt. Willst du die jetzt machen gehen, oder wie? Ist er vielleicht drüben? Na gut. Aber es ist Nacht. Ja. Wird gerade Tag. Losgelaufen. Ist es nicht wieder die gleiche mit der kleinen Werkstatt in den zwei Räumen? Ich habe das Gefühl, die lag in der Richtung. Oder ich war das schon mal. Ein Bär kämpft gegen einen Survivor oder sowas? Oder gegen einen Zombie? Oder was ist das? Guck mal, wie viel, da waren wir damit tot. Ich glaube, der Survivor ist bei tot. Willst du den Bär abknallen oder was? Ja, zu zweit. 1600. Sag Bescheid, wann. Ich schieß jetzt los. Zwei Pumas. Junge, Junge, Junge. Sollen wir die auch noch mitnehmen oder was? Nee, das ist doch alles Munitionsverschwendung, oder? Gut. Oh, Alter, wie das leckt. Ey. Ich hänge am Boden fest. Siehst du das? Das sehe ich, ja. Kannst du mal dein Motorrad platzieren, dass ich da draufstellen kann? Mich? Moment. Warte, ich schaffe vielleicht meins. Jetzt. Ja, ja, ja. Und das? Alter! Hier. You will suffer, hat er gesagt. Du wirst leiden. Alter! Und? You will suffer. Boah, Kisten! Ja.
Bär! Bär! Oh, der hat mich fast umgebracht. Ich hab 1 HP. Bär! Oder was? Nee, das war der Screamer. Die Tussi, die du abgeknallt hast, hat vorher noch geschrien. Die hat jetzt die alle angelockt. Aber krass, oder? Wie viele hier gekommen sind. Fällt mit eben Schuss um. Au, oh, hier ist was euch. Oh, hier ist was euch. Ja, da darfst du nicht hingehen. Da darfst du nicht hingehen, Digga. Ich hab doch gesagt, ich kann meine Quest nicht machen gehen, weil in der Richtung alles verseucht ist. Der Puma wollte ich gerade kurz stappen. Hey. Wirkt das auch auf dich, dieses Rückwärts? Ja. Aber nur einmal. Ich bin gerade direkt wieder in die Richtung von dem Puma gefahren. Ja, ne? Gerade noch vom Puma weggekommen und dann auch wieder auf den zu. Ich würde zum nächsten Mal eventuell die aktuelle Developer-Version, also Beta-Update, drauf klatschen. Lädst du dir den dann auch runter? Weil du kannst dann nicht auf den Server. Rückwärts ist bloß einmal umdrehen, mehr ist das nicht. Du läufst dann nicht konstant rückwärts, du wirst bloß einmal quasi umgedreht. Das klingt nicht nach viel, aber... Wenn gerade irgendwas richtig krasses auf dich zuläuft, du willst das gerade weghauen und in dem Moment teleportiert er dich, dreht er dich um, haust du ja daneben und das Vieh haut dir in den Nacken. Also es kann schon richtig scheiße enden, wenn man das im richtigen Moment einsetzt. Ja, es ist nicht langweilig, das kann schon richtig scheiße enden, wenn du das richtig machst. Also... Ah, ich kann jetzt Stufe 2 Aufgaben von denen annehmen. Obwohl ich die Freischaltquest noch gar nicht gemacht habe. Interessant. Hier ist dein Reward. Ich owe you one. I like you, friend. Godspeed. Oh, my apologies. Check back again and I may have what you're looking for.
Kann ich endlich Sand herstellen. Ich habe ja noch einen Bauplan. Ja, gehe ich jetzt Turm bauen oder wolltest du noch Quests machen? Was ist denn jetzt dein Plan? Mabel? Hä? Wolltest du jetzt noch irgendwas machen hier, questmäßig, oder soll ich Turm bauen gehen? Kannst Turm bauen, ja. Okay. Zumindest schon mal das Fundament irgendwie ansetzen und mal überlegen, wie ich das Ding dann baue. Sich hier den Schnee erst wegmachen oder wie läuft das hier? Habe ich natürlich keine Schaufel dabei. Schaufel holen. Gehen wir mal eine Schaufel holen. Ein Nahrungsbuff, wo ich doch schon voll bin. Danke. Manchmal ist der Chat ja so nett. Fast tot? Wo?
Nö, kannst du ruhig selber machen, gern. Stufe 1 habe ich da quasi schon abgeschlossen. Also kannst du dann deine Stufe 1 Quests machen und dann später machen wir Stufe 2 Quests zusammen. Ach so, wolltest Nahrungskisten machen. Verstehe. Das ist ja, also so quasi wäre das Fundament jetzt für den Tower. So würde ich den jetzt hochziehen. Um den Tower drumherum gibt es dann halt Wege, die hochführen. Oben drauf noch irgendwie so ein Kampfkäfig. Und unten wird nochmal richtig schöne Grube ausgehoben. Ja, irgendwie sowas in der Art. Das ist bloß die Frage. Muss wahrscheinlich mit der Grube anfangen, oder? Dann mache ich die Grube später dazu. Ich höre manchmal Geräusche und weiß nicht, ob das der Maple ist oder ob mich da was töten will. Oder ob mich der Maple da töten will. Kann echt lange dauern. Ich glaube, den Großteil des Baus mache ich offscreen. Dass es dann nicht zu langweilig wird. Das war jetzt irgendwie merkwürdig, oder? Hat komisch geleckt und irgendwie riesen Blöcke weggemacht.
Hallo? Ja. Wieder da? Hallo. Du warst weg? Ja. Betonmischung. Kannst du ruhig mitbringen. Einfach von einem Zombie. Ich hab eine Kettensäge gefunden. Hatten wir nicht schon eine? Ich hab mir eine gebaut. Ach so. Ich finde die einfach so ineffizient. Du verbrauchst übelst viel Sprit und kriegst dann halt nur ein bisschen Holz raus, weißt du? Naja. Brauchst du Shotgun-Munition? Jetzt gerade? Nein. Oder doch? So. Doch. Würde ich nur 12 Schuss, dann brauche ich allzu tief. Würde ich nehmen, danke. Malizia, ich guck mir das dann nochmal an vor der nächsten Aufnahme. Ich glaube, wir hatten. Ich glaube, das sind jetzt andere Stats. Weil ich das ja so rüber kopiert hatte, ne, mit der Mod. Ich glaube, früher hatten wir hier ein bisschen mehr eingestellt. Ich glaube, 200 schon als Startpunkte oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich gucke mir das alles nochmal in Ruhe an. Und zum nächsten Mal gibt es dann vielleicht ein bisschen mehr Punkte, ja? Dass ihr auch ein bisschen mehr was machen könnt. Ich muss mir dann sowieso nochmal die Videoeinstellungen angucken. Irgendwas... Irgendwas läuft hier nicht ganz koscher. Ein wunderschöner Turm. Bestaut, bestaut ihn. Bestaut. Grandios, dieser Turm. Hörst du mich eigentlich schon so weit weg rumballern? Ja, ich höre dich. Ja, guck. Ja, stimmt. Das erklärt, warum dann die Zombies immer von so weit her angelaufen kommen, ne?
Ja, noch ist der Turm ein Brunnen, da hat er recht. Blaubeere, Blaubeere wie Marmelade, kann ich lernen. Ja, Blaubeeren kannst du ruhig mitbringen. Ich hab gerade Marmelade gelernt. Okay. Wir können aus Blaubeeren können wir blaue Farbe machen. Und blaue Farbe brauchen wir unter anderem, um schwarze Farbe herzustellen. Und auch irgendwo brauchen wir auch blaue. Aber wir brauchen blaue Farbe, um diese Schematics zu machen. Diese blauen Papiere, weißt du? Einen Brunnen voll mit Wasser bauen. Ja. Ich habe, glaube ich, genug Wasser auf meiner Farm. Neue Abstimmung. Aha. Zufälliger harter Angriff, Soldatenangriff oder Fragezeichen? Oh, und ein Level Up, wahrscheinlich durchs Bauen gerade. Da kann ich wahrscheinlich als nächstes gleich die Forge machen, die ich wollte. Forge oder ich weiß nicht mehr, was es war. War es eine Werkbank oder eine Forge? Irgendwas. Die Überlebende, mit die manchmal auch den erquatschen, das ist. Und nu? Kommt da was? Solange es nicht bei mir kommt. Nein! Scheiße! Oben? Ich kämpfe immer noch. Ich glaube, eine ist jetzt in unserer Basis gerade rein. Das könnte es jetzt gewesen sein. Ja. Alter, ich stand halt, weißt du? Ready auf der Moonbase. Warte darauf, dass die spawnen. Kommt nicht, kommt nicht, kommt nichts. Geh von der Moonbase runter. In dem Moment spawnen die, aber halt gerade so neben der Moonbase, dass ich von denen weglaufen musste. Oh, Alter, ey. Der fast krepiert. Junge, 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 Junge. Ich dachte,
dachte, ja, ich mach die schön auf der Moonbase platt. Und da sind die Viecher einfach nicht aufgetaucht. Kämpfst du mit Eisensperren? Was? Kämpfst du mit Eisensperren oder kann ich die kaputt machen? Ich benutze die gar nicht, ne. Was würde denn für eine Form würde denn gut passen als Weg nach oben? Breit genug, dass sie das noch als Weg wahrnehmen, eng genug, dass sie da beim Rennen ab und zu mal runterfallen. Ja. Was? Ach so. Brauche ich irgendwas ganz, ganz Kleines, das nicht als Weg benutzt werden kann. Oh Gott. Gibt's so viele Stücke. Fällt mir nicht ganz, aber irgendwie sowas. Also, ich will hier irgendwas ganz, ganz Kleines ranstecken, so wie das hier, vielleicht noch kleiner. Und dann muss ich den Weg wohl doch ein bisschen dicker machen. Da halt auch irgendwie sowas Kleines hier dran. Und die werden sich dann, obwohl dann hier nichts ist, obwohl man hier dann durchlaufen oder durchfallen kann oder sonst noch was, zählt das dann, als wären das drei verbundene Stücke und die geben sich halt Stabilität. Und so in der Art will ich dann hier den Weg drumherum nach oben so hochbauen. So geschwungen drumherum in diesen zwei Blöcke Abstand. Aber ich weiß noch nicht genau, was für einen Block ich dafür nehmen soll, um diesen Abstand zu machen. Und genau in welcher Form ich den Weg mache. Ist alles noch ein bisschen unklar. Noch irgendwas ganz, ganz Kleines. Sowas hier vielleicht.
So hier quasi, ne? Das würde funktionieren, oder? Dann theoretisch müsste man ja überall dann hier diese Stützbalken bis zum Boden machen, aber die kann man dann weglassen, weil die eben von der Seite diese Stütze bekommen. Und so weiter und so weiter. Ich glaube. So eine Art sollte man das machen. Nein! Oh, die wollte ich nicht aufheben, die wollte ich. So, und dann... So, genau, so ist die Connection. Shit, die waren gerade richtig. Macht das Sinn? Nö. Wie? Ich hab nicht zugehört. Konzentriert hier. Guck mal hier, also diese Blöcke, ne? Diese kleinen Dinger hier, die ich da gesetzt habe, die zählen wie ein ganzer Block. Reingefallen. Jetzt hast du ein Problem. Ja. Warte, ich hab eine Idee, warte. Einfach Blöcke unter, aufeinander. Warte. Einfach Blöcke aufeinander. Okay. Hier das ganze Block an der Wand? Ja, und dann noch mal genauso einer als Gegenstück hier drüben, weißt du? Und dann zählt das so, als wären das drei verbundene Stücke mit der Wand. Sind es aber gar nicht, ne? Aber die Statik funktioniert halt so. Weil er das als ganze Blöcke sieht. So in der Art, also den Steg, weiß ich nicht, ob der so richtig ist. Ob ich den noch verändern muss, weiß ich nicht. Aber so eine Art möchte ich das machen. Dass es hier halt um diesen Turm so spiralförmig halt nach oben geht, ne? Der Turm muss noch deutlich höher werden. Deutlich höher. Und die Grube wird auch noch deutlich tiefer und größer. Aber der Weg wird quasi von der Seite mit diesen Mini-Platten dran gemacht. Weißt du? Wie kommt die hoch? Ja, die laufen hier lang. Und dann weiter, immer höher, weißt du? So. So. Na? Ja. Dann brauchen wir ab einer bestimmten Höhe dann so eine Roboterkammer, ne? Ja.
Ich weiß nicht, ob ich diesen Turm wahrscheinlich zumachen soll. Massiv mache, dass man nicht reinfällt. Oder? Gute Kammer. Bin ich komplett voll gelernt. Kann ich jetzt bauen. Was bringt denn das Robotik-Experte? Du bist eine Koryphäe der Robotik. Was? Lade Roboterwaffen 20% schneller. Und mit 50 Patronen mehr nach. Wie muss man die nachladen? Die aktive Reichweite deiner Roboter beträgt 18 Meter. Es können zwei stationäre Roboter gleichzeitig benutzt werden. Hier ist nicht. Kann man sonst nur einen benutzen? Ja. Immer der, der in deiner am nächsten ist an dir dran. Soll ich das Loch in der Mitte zumachen? Damit so einer wie du hier nicht reinspringt? So. Dass der Turm auch massiv ist oder soll der Turm hohl bleiben? Weiß nicht. Ja, würde den massiv machen, falls sie echt mal anfangen, unten den Boden einzureißen? Ja. Dann werde ich den massiv machen. Aber ich glaube nicht mehr jetzt. Machen wir Feierabend oder was ist der Plan? Können wir machen, ja. Ja, machen wir Feierabend. Ich würde dann ein bisschen an dem hier noch selber offstream rumbauen. Und du kannst natürlich auch gerne, wenn du mal Zeit hast, deine Quests machen gehen und so. Dass du vielleicht mal deine Stufe 1 Quests abschließt und dann können wir Stufe 2 Quests zusammen machen. Der quatscht mich jetzt schon mehr voll. Hat er schon Stufe 2? Nee, der will mich jetzt irgendwie was beibringen. Teach you. Ja, craften irgend so ein Zeug. Habe ich da auch schon mal was gesehen. Ich habe da sogar mal was gelernt, aber dann ist nichts mehr aufgetaucht. Es kostet irgendwie ein bisschen Geld und dann bringt er dir irgendwas bei, aber ich habe das so schnell weggeklickt, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Open Trade, also öffne Handelsrouten Tier 1. Das ist dann das Freischalten von der Tier 2 Quest. Das könnte ich machen. Seid ihr Zombies 1,1 Kilometer weit entfernt? Das ist weit. Nö, das ist überhaupt nicht weit. Ich muss für die White River Quest jedes Mal 2,5 Kilometer fahren. Von der Frau da unten. Ich weiß nicht warum. Die gibt mir immer so sinnlose Quests. Fahre 2,5 Kilometer irgendwo hin. Dann spawnt dort. Keine Ahnung. Fünf Zombies spawnen dort. Ich töte die. Und dann muss ich wieder 2,5 Kilometer zurückfahren. Ich denke, was soll der Mist? Warum fahre ich jedes Mal so weit? Also ich müsste jetzt einmal durch die komplette Stadt. Das ist doch nicht schlimm. Oder? Das ist doch. Und noch weiter. Boah, guck dir das hier an. Es wächst langsam. Es gedeiht. Hm? Also die Apfelbäume so nah aneinander zu klatschen, war vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber das Spiel hat es mir erlaubt, deshalb habe ich es gemacht. Das Spiel hat nichts dagegen gesagt. Hä? Was? Wie erntest du die? Musst du dann E drücken oder was? Nee, du gehst da mit einem Ho dran. Also du kannst auch mit allen möglichen Werkzeugen dagegen schlagen, aber am effizientesten ist halt dieser Gartenho. Deshalb liegt er hier. Und dann mache ich halt so hier. Und wie du siehst, die Pflanze bleibt da und wächst dann wieder nach. Was jetzt passiert? Klamauk. Glaube ich. 4 Minuten. Irgendwas. Oder Dance Battle, ich habe auch nicht aufgepasst. Aber wir haben mittlerweile eigentlich genug Mais und genug Kartoffeln da. Also eigentlich. Weiß nicht, das Feld ist schon zu groß. Wann sind die Zombies jetzt? Wo sind die? Die Pflanzen, ne.
Oh, das sind Zombies. Da kommt die Horde des Tages. Scheiße. Quietscht irgendwas, was ist denn das? Ja, irgendwas kämpft. Ach. Wenn die Zombies laufen, quietschen die jetzt. Okay. Wo ist die Horde? Ja, ignorier die, weil die ist direkt an unserer Base und ich möchte nicht, dass die unsere Base jetzt hier angreift. Ach so? Oder willst du gegen die kämpfen oder was? Ich wollte noch Level steigen. Ja, wie gesagt, zu viel XP ist auch wieder schlecht. Ja, wenigstens bei Level 20 kommen. Na gut, du bist ja noch ein bisschen hinterher. Was machen die? Hauen die auf die. Auf den Trader? Die wollen beim Trader rein, ha? Gack. Oh shit. Kein Fernkampf. Ich hasse dich. Das ist ja fies. Wie lange ist kein Fernkampf? Da ist ein scheiß Stalker. Verdammt, das Loch ist ja oben noch drinne. Wir haben das Loch nie zugemacht. Die Basis bringt gar nichts. Die Basis bringt gar nichts, weil das Loch noch offen ist. Ich muss die alte Moonbase mal ein bisschen reparieren, damit man sie zumindest für kleine Angriffe benutzen kann. Gut. Ja, ich wollte jetzt eigentlich wirklich Feierabend machen. Kommst du alleine klar oder sollen wir das nochmal irgendwie hier clearen? Ist eigentlich schon fast alles weg, ne? Okay. Ich hab aber alles tot gemacht vorher, ja. Gut. Ja, zwei Autoreifen. Geil. Gut, ich gehe rein. Lock aus, ne? Jo. Hier ist da noch irgendwas. Hier ist noch irgendwas. Hörst du das? Irgendwas schlägt unten gegen die Base. Ich hab's. Ja, am Ende kommt die Action, ne? Ein heißer Fahren. Ja, yeah, alles gut. Aber wir machen jetzt aus. So, jetzt aber. Ja, immerhin, das war ein Level. Der Sound von den Waffen ist lustig, ne? Bei, wie heißt das? Klamauk. Klamauk, genau, ne? Bei Klamauk. Da klingt die M4, da macht er noch Tschu-Tschu-Tschu-Tschu, macht er noch. hat man jetzt hier... Das läuft noch, ja. 65? Das dauert ewig, ne? Na gut, ich mach aus. Wir sehen uns morgen oder so. Ich weiß nicht, du kannst jederzeit reinspringen, ne? Wie du Bock hast. Jo. Und ansonsten, ja, ich glaube, ich fange die Woche.
bald mal wieder an mit ein bisschen Deponia. Nachmittags, wenn ihr da Bock drauf habt, schaut rein. Ansonsten abends halt wie immer 7 Days to Die. Ne? Danke fürs Reinschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.